So, hallo und willkommen hier zur 15. Folge Forest Frontier. Ich fass es nicht, dass selbst hier so langsam die Fischschwärme schon ausgehen. Wahrscheinlich überfischen wir wirklich die Seen so ein bisschen. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier mal... Boah, das leckt. Es leckt. Nehmen wir hier mal einen Holzfäller weg. Holzfäller, sage ich schon. Okay, da. Fischschwarm. Fischschwarm. Ja, wir nehmen einen weg, das sollte passen. Gut. Sehr schön. So, was, wie machen wir weiter? Ich würde als nächstes hier erstmal wieder unseren Wald aufforsten. Den wir ja dann bestimmt bald auch wieder brauchen werden bei unserem Holzbedarf. Ich denke mal auch, die Folge heute wird ein bisschen kürzer. Hat den Grund, dass ich gleich weg muss, jetzt aber unbedingt noch eine Folge aufnehmen wollte. Würde ich sagen, als nächstes kümmern wir uns dann mal. So, das passt alles. Perfekt. Um noch ein paar Lager, weil es ist alles voll. Das finde ich halt irgendwie schon krass, weil so viel haben wir doch eigentlich gar nicht. Von was haben wir denn so viel, dass hier wirklich alles voll ist? Ja, das ist wahrscheinlich immer noch dieses blöde. Das blöde Gold. Hier auch eingelagert. Ja. Machen wir schnell weg. Was ist denn, wenn wir jetzt einfach mal alles hier rüber transferieren? Dass aus den Lagern das ganze Gold mal rauskommt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Alles wirklich mal hier rüber transferieren. Und natürlich nehmen sie da als erstes das. Wäre ja auch zu einfach. Gut, da wird hinten fleißig gebaut. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt hier um unser Ziel, unsere Siedlung ein bisschen schöner zu machen. Und setzen hier mal jede Menge Dekorationen hin. Passt hier so ein großes hin? Nee, leider nicht. So eins. Dass die ganzen Häuser hier halt aufwerten können. So, der. Ja, da sind zwei hier drin. Das ist sehr gut. Holen sie jetzt hier schon raus? Nee, holen sie natürlich noch nicht. Alles darüber. Bin ich mal gespannt. Gut, was fehlt uns noch? Was ist denn sonst noch so ein Problem? Schuhe immer noch. Aber für Schuhe brauchen wir Leder. Weil Leder haben wir mittlerweile wieder mehr. Wo ist denn der Schuster? Das ist die Gerberei. Hier ist ein Schuster. Da haben wir nicht noch einen zweiten Schuster gebaut gehabt. Das ist Kerzen. Na gut, dann bauen wir jetzt noch einen Schuster. Ressourcen, Gerberei, Schuster. Dann das andere Problem ist wahrscheinlich Seife, genau. Na, wie sieht's denn jetzt aus, ihr zwei? Ihr habt zu tun, würde ich mal sagen. So, hier werden schön fleißig die Wege gebaut.
Einmal voll wieder machen. Gleich direkt verbessern. Ist schon Stufe 2, ja. So, ich fehlen Bögen, okay. Warum fehlen euch Bögen? Natürlich, weil wir zu wenig haben. So, Nutztiere geboren, das ist gut. Können wir wieder verbessern. So, holen jetzt hier endlich mal das Zeug raus. Dass unsere Lager nicht mehr voll sind. Wird schon. So, hier hinten wird auch fleißig weitergebaut. Das sollte eigentlich dann auch zur... dafür sorgen, dass die Häuser aufwerten. Da gibt es schon wieder eins, was aufwertet. Es fehlt den Kerzen. So, fügen wir wieder einen Haufen mehr Leute hinzu, dass die hier auch vernünftig alles beliefern können. Dass die Warenketten besser funktionieren. Ja, hier wird gefangen. Das ist okay. So, jetzt ist das Gold da endlich raus. Und schon haben wir wieder Platz. Dann können wir nämlich jetzt das auf 3000 reduzieren. So, wir können ja mal gucken, was... Oh ja. Die verkaufen wir dir. Und wir laden auch wieder 200 ein. Bier können wir dir auch verkaufen. Können wir irgendwas kaufen von dir? Ein bisschen Kohle könnten wir kaufen. Noch ein paar Werkzeuge. Wir kaufen mal ein paar Werkzeuge ein. Und ein bisschen Kohle kaufen wir auch ein. Sehr gut. Hier laden wir auch wieder was rüber. Passt erstmal so. So, hier hinten waren unsere Kerzen. Fehlen uns da Rohmaterialien oder woran hapert's? Nö, eigentlich auch nicht. Warum haben wir dann so ein Kerzenproblem noch? Kann ja fast nicht sein, ey. Brauchen noch mehr Schuhe. Ich hoffe, dass wir das dann mit der Zeit alles ein bisschen hochkriegen und unsere Leute zufrieden bekommen. Plünderer gesichtet. Von wo kommen sie? Von hier unten. Okay. 32 Stück ist jetzt noch nicht so viel. Könnte gut möglich sein, dass da noch mehr kommt. Alarm schlagen. '97, ja, das sieht schon eher... Das sieht schon eher nach einem Angriff aus. Hier unten rennen noch welche. Aber ist nicht schlimm, da haben wir Türme. Nee, wir warten, bis die... Wir warten, bis die hier durch sind. So, schön vertreiben. So.
So, dann gehen wir jetzt hier hin als nächstes. Plünderer erschlagen. Dorfbewohner erschlagen. Wieder ganz machen. So, hier steht die Verteidigung. Wir müssen dann noch so langsam die Türme verbessern. 56 Plünderer, wo sind die? Oh, stimmt. Wo sind meine Soldaten? Stimmt, das habe ich hier noch gar nicht gesichert. Das müssen wir ja auch noch machen. Müssen wir hier die Mauer auf jeden Fall rumziehen. Natürlich nehmen wir die auf. So, Plünderer. Gut, diesmal haben sie auf jeden Fall ein paar Waren gestohlen. Auch ein bisschen was an Häusern beschädigt. Gut. Dann auf zurück. Hier zurück zur Kaserne. Was ist denn hier das Problem? Ach, der ist voll. Gegenstände verkaufen. Sehr schön. Glas haben wir, Ziegelsteine haben wir genug. Hier können wir ein paar kaufen. Ein paar Ziegelsteine können wir ruhig auch kaufen. Schadet nicht. Und noch 4 Plattenrüstung. So, perfekt. Hier können wir wieder freigeben. Schuster wieder aufbauen. Das machen wir so. So, so, so. Passt, wa? Sehr schön. Gut, dann wird das alles wieder aufgebaut. Das Tor bauen wir auch wieder auf. Und dann müssen wir uns jetzt mal überlegen, wie wir hier die Mauer langziehen. Ich würde nämlich hier gerne noch einen Bereich schützen wollen. Den würde ich aber auch noch auf jeden Fall größer ziehen, als er jetzt ist. Also wahrscheinlich hier hinten so lang. Können ja mal hier anfangen, eine Mauer zu bauen. So, dass wir hier vielleicht so hoch und dann ist eigentlich der Friedhof im Weg. Na, dann müssen wir das halt so hier bauen. Ein Gelände zu steil, das ist natürlich scheiße. Wir gucken mal, wenn wir das hier so. Gucken, ob wir sie dann lang kriegen. So, hier, das wird alles wieder aufgebaut. Sehr gut. Sagt die Kohlemine. Passt noch. Was sagt hier die? Gut, die ist.
erschöpft und kann abgerissen werden. Heißt, wir brauchen eine neue Kohlemine. Da würde ich sagen, fangen wir mal hier an mit dem Abbauen. Oh. So, gucken wir mal. Hier wird auf jeden Fall ordentlich eingeebnet. So, den Turm könnten wir eigentlich auch, wenn wir den nämlich hier hoch verschieben. Aber wir beobachten das einfach mal, wie es wird. So, dann fangen wir hier erstmal mit der Mauer an. Die können wir nämlich hier hinten schön... schön lang ziehen. Passt das so eigentlich auch von der Größe? Oder hier hinten so lang? Oh ne, das ist eigentlich noch ein bisschen... bisschen klein. Würde ich das erst so, glaube ich, ziehen. Ja, so machen wir das dann. Aber das reicht erstmal. Wir sollen erstmal die Mauer hier bauen. Genau. Gut. Hier ist voll. Das ist nicht schlimm. Achso, wir brauchen mehr Bögen. Also bauen wir noch einen davon. Ah, wir haben auch keine mehr. Ja. Gut. Naja, ist ja nicht schlimm. Müssen wir machen. Türme müssen langsam auch verbessert werden. Gut. Reicht dann erstmal, da sind sie erstmal gut mit beschäftigt. Sagt unser Brennholz, ist auch nicht mehr so dolle existent. Dann werden wir wahrscheinlich auch nochmal ein neues bauen müssen. Blockiert. Bauen wir mal zwei nochmal neu hin. Sehr gut. Und wir werden hier hinten Ressourcen abbauen. Machen wir gleich mal wieder. Ach, hier wird die Kohle schon abgebaut. Okay, wie viel haben wir denn hier? Na, so viel lagert da dann auch nicht. Nutztiere geboren, sehr schön. So, hier wird auch fleißig erweitert. Wie geht's denn, wo geht's denn hier unten hin?
Hab ich jetzt hier eine Sammlerhütte hingesetzt? Bin ich. Oh, bin ich total doof? Ne, hier habe ich es hingesetzt. Gut. Wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. So, hier kriegst du Priorität auf jeden Fall. Gut, was geht denn hier rum? Nahrungsvorräte sind knapp. Was ist jetzt unser Problem? Oh, wir haben auch nicht mehr viel Mehl. Heißt, ich würde glatt noch eine Mühle hier hinsetzen. Okay, passt hier nicht. Könnte man vielleicht auch dann hier drüben nochmal drüber nachdenken. Ja, aber das ist dann ein Problem auf jeden Fall, wo wir uns in der nächsten Folge mit befassen. Jetzt warte ich noch, bis der hier fertig ist. Und dann machen wir das. Stellen wir den hier noch fix ein. So, du stellst mal überwiegend. So. Brauchen mehr von den Fernkampfwaffen. Genau, gut, Kleidung. Kleidung ist dann auf jeden Fall das auch noch ein Problem. Also nächste Folge werden wir uns dann damit beschäftigen, unsere Felder zu erweitern. Da muss ich mir noch überlegen. Hier können wir erstmal noch auf... da muss ich mir dann nur noch überlegen, inwiefern wir das machen. Ob wir da hier drüben weiter noch erstmal machen. Oder ob wir sagen... oder ob wir sagen, wir fangen hier drüben dann noch... Also ich... Wir fangen irgendwo komplett neu nochmal ein paar an auf der anderen Seite der Stadt. Aber das würde ich sagen, damit beschäftigen wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wie sieht es denn hier aus? Gut, die sind voll. Also heißt, wir können wie viel? 2 pro Jahr bestätigen. Hier ist eine pro Jahr, das wird noch gut. Die Bäume müssen auch alle weg. Ja, da sollten wir dann erstmal wieder genug Holz haben, wenn das alles verarbeitet ist. Gut, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. In der Zwischenzeit, wo ich mich verabschiede, mache ich nochmal hinten den wieder zum Abbau bereit. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.